Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich was richtig Spannendes, sehr Romantisches vor. Und zwar werde ich Chrissy... Ich habe eine Überraschung für dich. Ich will auch nicht sagen, was genau ich als Überraschung habe. Allerdings kannst du kurz ins Schlafzimmer gehen für die nächste halbe Stunde. Dich schick machen. Okay, sag mal eine Stunde. Ich weiß nicht, wie lange du brauchst. So, als ob du irgendwo schön hingehen würdest. Was hast du gemacht? Ich habe was vor, sagen wir es so. Muss ich auch noch schick machen. Du hast dich schick, hä? Ins Schlafzimmer. Ich würde sagen, es kann losgehen. Ja, wollte nicht. Unser Vierjähriger, was ist los mit dir? Ich habe am Titel gesehen, ich werde Chrissy mit dem Date überraschen. Allerdings gibt es einen Haken an der Sache. Das Date wird nicht so ein Date, wie Chrissy sich das vorstellt. Ich habe eher gesagt, soll ich so richtig schick machen und so. Ist unnötig. Ihr seht gleich, wo ich das vorhabe zu machen. Aber ich muss natürlich ein bisschen was vorbereiten. Das Date wird in der Badewanne stattfinden. Ich muss uns irgendwie alles so ein bisschen schön machen. Ich denke, dass es so ein richtig krasses Date sein wird. Es wird auch ein krasses Date, so ist er nicht so, ne? Also ich gebe mir Mühe, mache alles sehr schick. Aber das, was an der Sache halt so ein bisschen random ist, ist der Ort des Dates. Und ich bin gespannt, wie Chrissy das finden wird. Ey. Scheiße, ist eine Anleitung. Digga, was? Die erste Popcorn-Schachtel ist. Das ist falsch. 3-Sekunden-Regel. Übrigens haben wir hier so ein Brett auf der Dusche drauf. Ey, Junge, ist das eingestaubt. Auf jeden Fall werde ich das auf unsere Essunterlage nehmen. Ich bin draufgefallen, da wir noch was zum Mittagessen übrig haben, mache ich das auch noch mit drauf, oder? Ich meine, ich muss gucken, ob es noch schmeckt. Gefällt mir. Was zu trinken. Dafür würde ich sagen, nehme ich ein bisschen Red Bull, davon haben wir noch ein bisschen was übrig. Fragen, ey, wenn die sich nicht drüber freut, dann weiß ich auch nicht weiter. Also so sieht unser schönes Tablett mit Essen auf jeden Fall aus, aber ich glaube, so ein kleiner Dip oder sowas fehlt. Ein bisschen Mayo. Da denkt ihr, man braucht Besteck oder so, obwohl, nee, man kann ja eh, wir sind ja eh in der Badewanne, da kann man direkt seine Finger abwaschen. Und jetzt würde ich sagen, ab ins Schlafzimmer. Übrigens, falls ihr nicht gemacht habt, schaut den ersten Link in der Videobeschreibung. Da geht es zu meinem neuen Merch, ist mega geil. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dort mal vorbeischauen würdet. Kommen wir mal Chrissy. Machst du Augen zu? Hast du eine Frage, hast du schick gemacht? Sieht man das nicht? Doch, sieht man. Ist es schlimm, wenn ich so bleibe, wie ich bin? Nee, oder? Wir fahren nirgendwo hin. Wir bleiben hier. Aber es wäre trotzdem, also es ist besser, wenn du schick gemacht bist. Sie ist verwirrt, glaube ich. Gleich ist sie noch verwirrter. Okay, ich sag dir, was Sache ist, okay? Habe ich für uns ein richtig schönes Date vorbereitet. Du? Wie kommt das denn? Leo, du kannst, wenn du möchtest, mitkommen. Kann ich die Augen aufmachen jetzt hier noch? Okay, hier kannst du Augen aufmachen. Kannst du glauben? Wahrscheinlich hier weniger, dass ich ein Date vorbereitet habe, oder? Wieder Augen zu, ich zeig dir, wo wir es machen. Und gib mal deine Hand her, ich führe dich. Ich werde auf dem Balkon, also woanders kann ich mir das nicht vorstellen. So ein romantisches Date auf dem Balkon? Ja. So schön also auf dem Balkon im Sonnenuntergang. Ja. Siehst du gleich. Damit du auch nicht merkst, wo wir sind, dreh dich einfach ganz oft im Kreis. Einmal drehen, 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 drehen. Einmal drehen, andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung, drehen. Dreh dich weiter. Ja, machst du super, andersrum nochmal. Dreh mal bitte andersrum kurz. Also okay, warte, wo denkst du, ist was? So ungefähr? Das ist Küche. Okay, warte, ich muss kurz den Weg frei räumen. Folg mir einfach. Aber nichts links und rechts anfassen, bitte. Hier hinten gucken, bitte. Ich weiß, wo wir sind. Wo denn? Wir sind im Badezimmer. Haben wir hier hingucken. 3, 2, 1, Augen auf! Soll ich noch Kerzen hinstellen? Was ist das für ein Brett? Da haben wir unser Date. Ich habe mich gerade schick gemacht. Ich habe mich nochmal neu geschminkt, meine Kette umgenommen, mir ein schönes Kleidchen angezogen. Hat er so vielleicht in die Badewanne gesetzt? Richtig. Ist hier noch nass. Ein Kleid an. Wie viele Kameras willst du hier haben? Ja. Wir fahren jetzt irgendwo hin und macht einen so auf richtig. Süß. So, das Ding ist, ja. Leo, komm auch rein. Ich glaube, du hast ja auch anders gehofft, oder? Kann das sein? Dezent. Dezent? Ich dachte, wir gehen erstmal also richtig fett essen. Aber. Wir gehen doch essen. Guck mal, wir haben so unser Mittagessen noch. Das ist was weg. Wäre doof, wenn wir das jetzt einfach so wegwerfen würden, oder? Ich glaube, mir das Popcorn geworfen. Ist doch romantisch. Ich habe Wasser reingelassen. Guck mal. Hä? Nee. Ich habe ein Kleid an. Findest du dein Date nicht schön? Mega, geil. Ist fresh, oder? Ich habe ein kleines Problem, weil wenn ich das nächste Mal irgendwie Chrissy auf irgendwas einlade oder so. Vertraue dir nie wieder. Nächstes Mal, wenn du sagst, mach dir schick Jogginghose an. Oder irgendein Schlabberoberteil. Was hältst du von der Badehose? Ich finde das Essen ist eigentlich relativ langweilig, oder? Ich finde, man kann viel bessere Sachen nicht machen in so einer Badewanne. Mach die Flasche wieder weg. Was denn? Ich habe meine Haare heute erst gewaschen, ne? Was ist denn los? Weiß ich nicht. Also ich finde so Flüssigkeit in der Badewanne sind eigentlich super. Hallo, stopp, das ist ein Date. Darf ich nicht trinken? Lass mich doch wenigstens trinken. Ja, nee, Leo, willst du auch einen Schluck? Oh, was? Scheiße, ich hab ja meinen Wulf. Oh. Ich trete gleich. Sie wird nie wieder was mit machen. Darf ich erst was suchen? Noch genug essen hier. Wenn der uns sieht, der denkt, wir drehen durch. Er geht eh nicht. Wie kann man ihn jetzt hier auf WhatsApp anrufen werde? Geht das safe 1000% ran. Kannst du kurz hochkommen?
Ach, war verdammt. Ja, das bin ich. Deswegen gehst du nicht ran, wenn ich dich anrufe. Magst du das hochkommen? Am besten nimmst du Mama Schlüssel rein, weil die Tür zu ist. Da haben wir einen kleinen Leo-Sitter. Das ist deine Mission. Ah, nein, nein. Dann mach ohne. Hey, geh weg damit. Chrissy, du bist sehr schlau. Du sollst auch einen Schlüssel mitnehmen. Lauf so lange, du kannst. Es ist richtig warm und meine Haut ist so, als ob immer geduscht werden müsste, finde ich. Wann gehe ich jetzt? Schon ist unser Date jetzt vorbei. Kannst du mir bitte helfen? Kannst du das Wasser abschalten? Ich gehe jetzt, ich beende unser Date. Das ist das schrecklichste Date, was ich je hatte. Hab mich extra schick gemacht für sowas. Kannst du den Leo haben? Ich hab ihr gesagt, dass sie sich so richtig schick machen soll, weil ich eine Überraschung für sie habe. Kann ich einen nach unten nehmen, ne? Du kannst das ganze Essen mitnehmen. Du sollst alles mitnehmen. Oh. Also wenigstens zu weit stecken. Was ein Service. Fünf Sterne Restaurant hier. Hörst du nicht? Nein. Nein. Ich will dich jetzt nicht melden. Du musst aber Hände waschen. Du wolltest duschen. Oh, es ist kalt. Wer duscht so kalt? Heiß, ist ich hab klar so heiß. Ich auch. Hier weg. Mhm. Ich beende das Date wirklich gerade. Oh, hart. Ja, ne? An dieser Stelle würde ich das Video, das Statement, es gibt eine 1 von 10. Minus 1 von 10. Ich muss sagen, eine 1 von 10 ist doch ziemlich gut eigentlich. Ich mache mich nie wieder für dich schick. Wirklich, nie wieder. Nie wieder. Hast du was für schick gemacht? Ich sag's dir, das wird jetzt, ich sag's dir. Achso, mir ist noch ein Zahn rausgefallen. Sag mal, du verlierst mir 10er als... Ich hab keinen Vergleich. Als ich habe. Das können wir als Videoformat machen. So einfach ganz viele Dates. Mal sind scheiß Dates dabei, manchmal sind aber auch richtig gute mit dabei. Du und gute Dates? So dass du nie weißt. Du und gute Dates? Es geht raus und dann lass doch beenden das Date. Ah, jetzt, ihr jagt ja mich noch von unserem Date weg. Hast du gerade gesagt, willst du beenden? Ja, aber ich hab's doch nicht beendet. Aber jetzt beende ich's. Endes für Endes kann's auch gehen. Also, ich würde sagen. Leo, hilf mir. Hilfe! Hilfe! Ich hab's immer noch nicht. Ja, aber mein Arsch nass. Date. Guck mal, Leute, Chris, mag das eigentlich. Nein. Merkt ihr? Ja, ja. Mir geht's gut. Willst du auch reinkommen? So, was willst du hier? Popcorn. Ja, Popcorn. Du schläfst halt auf dem Balkon. Das ist meine Überraschung für dich. Was ist das für dich? Oder wie das denn für dich? Also, ich würde sagen, das war auf jeden Fall mega witzig. Ich fand, es war ein geiler... War das ein Prank? Ich würde sagen, es war mega geil. Schreibt mal rein, ob es beim nächsten Mal richtig, also wirklich ein richtig geiles Date werden soll. Das ist für ihn nicht. Gebe ich mir Mühe. Irgendwann mal, vielleicht. Lasst euch mal einen Daumen oben, da vergesst nicht mal meinen Merch vorbeizuschauen. Ich würde sagen, ich nehme noch ein bisschen Popcorn. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Du kannst hier auch gleich die ganze Nacht bleiben. Nee, was? Du kannst hier auch gleich die ganze Nacht bleiben. Nee, ich würde sagen, beim nächsten Mal, ich gehe jetzt raus, mach meine Klamotten, sag doch mal. Tschüssi!